Halt! Alles ist da. Alter, scheiß ab hier! Ich laufe jetzt hier schon seit einer ziemlich langen Zeit auf diesem Geröllfeld, Lavafeld. Ist ziemlich unwegsam und sehr anstrengend, weil es ständig hoch und runter geht. Weil ständig irgendwelche Lavablöcke richtig hochragen und müssen wieder hochklettern. Wir haben halt auch noch extrem schwere Rucksäcke. Das macht es halt auch nicht leichter. Das gibt's zum Mittagessen. Das Beste, was man essen kann. Erter und Gulrotter. Das habe ich in Norwegen schon mal gegessen. Das ist sehr gut. Kann ich nur empfehlen auf Wanderungen. Hinter uns kann man jetzt mal richtig gut das ganze Lavafeld sehen. Das ist echt riesig. Also beginnend von da vorne bis da hinten. Alles voll. Wir sind jetzt etwa auf 560 Höhenmetern. Das ist natürlich der höchste Punkt auf unserer ganzen Tour, aber doch einer der höchsten. Aber jetzt geht es mehr oder weniger nur noch bergab. Wir sind jetzt an den See oben angekommen. Das ist unsere letzte Möglichkeit, Wasser aufzufüllen. Deswegen nehmen wir gleich 6 Liter mit. Für die nächsten 36 Kilometer muss es dann auch ausreichen. Wir kommen jetzt wieder auf so ein Lavafeld. Sieht richtig krass schwarz aus. Ich vermute aber mal, dass es an dem Kontrast zwischen dem grünen Gras und der schwarzen Fläche liegt. Das ist wirklich schwärzer, als wir es bisher gesehen haben. Schauen wir an. Boah, es strahlt richtig raus, gell? Wir haben immer noch keinen Nachtplatz gefunden. Entweder wäre hier die Möglichkeit zu campen oder der Christian hat jetzt mal da hochgeschaut. Das Problem ist nämlich, hier ist relativ windgeschützt und wir haben ultra viele Fliegen hier schon wieder. Keine Ahnung, wie die überleben. Da hinten ist ein fettes Lavafeld, das wir gerade gequert haben. Hier ist weit und breit kein See, kein Fluss, aber die Scheißfliegen sind halt einfach da. Ich pack's nicht. Und die regen halt schon ziemlich auf. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, weiterzugehen und irgendwann anzuhalten, wenn mal eine windige Stelle da ist. Aber wir können das irgendwie nicht. Also, das sind einfach echt zu viele Fliegen. Heute gibt's Kartoffeln mit der guten isländischen Suppe. Wir haben jetzt hier unser Zelt aufgeschlagen, direkt neben dem Weg. Hier fährt eh kein Mensch. Außen waren schon wieder so unglaublich viele Mücken. Ne? Wir haben unsere Sachen, also Isomatte und Schlafsack außen schon vorbereitet und haben die dann schnell reingetragen, damit es schneller geht und hier keiner reinkommt. Wir haben es jetzt tatsächlich auch relativ gut bewältigt. Hier waren vielleicht so 5-6 Mücken drin, die haben wir jetzt hier beseitigt. Und jetzt können wir in Ruhe schlafen. Also man muss ja seinen Feind kennen, den man hier gegenübersteht. Augenscheinlich handelt es sich um die sogenannte Kriebelmücke, die wir hier vor uns haben. Um den See, um den wir jetzt rumgelaufen sind, in Reykjavik,
Das ist der Mywatten, ja. Wir wussten nicht, was das heißt, aber das heißt wohl Mückensee. Also es ist sehr offensichtlich, dass es hier sehr viele Mücken gibt und dass es auch sehr viel schlimmer werden kann. Es gibt zwei verschiedene Arten, Kriebelmücken und Zuckmücken. Die Kriebelmücken, das sind sogenannte Beißmücken und die, ja, die fliegen einem halt überall hin und versuchen einen zu beißen, weil die Blut brauchen, um ihre Larven ablegen zu können. Genau, wir gehen zum Glück jetzt langsam aus dem Gebiet raus, wo die sich befinden und ich hoffe mal, dass das dann jetzt die nächsten zwei Tage aufhört. Willst du dazu was sagen, Christian, mit dem Wasser im Eck? Ja, da steht das Wasser und ich war da drin gelegen die ganze Nacht lang, ist meine Isomatte pitschnass. Wir sind mittlerweile 3 Wochen zu Fuß unterwegs, man spürt die Zeit, aber die verrennt halt auch extrem. Die Zeit verrennt, die Tage verrennen, das ist echt unglaublich, wir haben jetzt schon den 3. September, irgendwie nicht zu fassen. Und was natürlich an so einem schönen Tag nicht fehlen darf, sind die schönen Kriebelmücken, die uns schon wieder seit heute Morgen begleiten. Mittlerweile haben wir die Lavafelder hinter uns gelassen. Der Weg lag gerade hinter uns. Mittlerweile kommt ein bisschen Abwechslung rein. Wir machen eine kleine Biegung. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Zeltplatz. Man könnte meinen, es geht überall, weil es hier eine riesen Fläche ist. Aber nein, es ist halt alles nur diese Hubbe. Da bricht dir das Kreuz, wenn du da drauf schläfst. Wir haben unseren Schlafplatz für heute gefunden. Der Abend war relativ entspannt. Wir sind relativ früh angekommen, haben unser Zelt aufgebaut, haben sogar mal geputzt. Ne? Man fühlt sich deutlich wohler hier drin jetzt. Es sind allerdings wieder sehr viele Kriebelmücken hier. Es nervt wieder ein bisschen. Aber hier drin haben wir mittlerweile keine mehr. Diese Fläche war unser Zeltplatz für heute. Jetzt geht's wieder weiter auf dem Weg. Heute geht's nochmal zum Supermarkt. Der liegt bei etwa 90 Kilometer. Das Problem ist, wir kommen heute am Sonntag an. Das heißt, der hat nicht geöffnet. Wir übernachten deshalb kurz davor. Und am nächsten Morgen können wir dann gut einkaufen gehen. Die letzten 4 Tage brechen jetzt an. Im letzten Supermarkt haben wir noch Zucker gekauft. Der wertet das ganze Frühstück natürlich deutlich auf. Wir lagern jetzt die Rucksäcke hier. Wir füllen jetzt Wasser. Bei einem Fluss auf, der ist ungefähr 700 Meter da weiter vorne. Wir müssen halt alles wieder zurück und dann eigentlich nach da hinten laufen. Aber wir brauchen halt das Wasser, weil wir jetzt seit 1,5 Tagen gar kein Wasser mehr hatten. Und jetzt war es auch relativ knapp mit dem Frühstück und so. Ui, das dürfen wir gleich alles wieder hochlaufen. Sehr schön. Ja, mehr Luxus als erwartet. Und jetzt geht's die 17% wieder rauf. Mittagspause bei diesem geilen Canyon mit super Ausblick. Das ist wirklich die beste Mittagspause, die wir gemacht haben. Wir haben einen geilen Ausblick, wir haben Sonne, wir haben warme Temperaturen, ein bisschen Wind, damit die Mücken wegbleiben. Wir haben ganz viel Zeit, es ist perfekt alles. Das ist zwar fein und gut, aber bei einer Sache haben sie nicht recht. One now ist richtig. Das ist der Zeltplatz für heute Nacht, vor diesem kleinen Wäldchen.
Jetzt haben wir noch ungefähr 700 bis 800 Meter bis zur nächsten Tankstelle bzw. zum Supermarkt. Und da werden wir dann morgen früh gleich einkaufen. Gleichzeitig da auch frühstücken, ein bisschen Obst einkaufen, Bananen, Äpfel, wie gewohnt. Man muss schon sagen, der Abend ist richtig schön und angenehm. Temperatur ist perfekt. Oder vor ein paar Tagen wären wir ganz anders hier gelegen, mit Daunenjacke im Schlafsack und zittern. Und das ist halt herrlich gerade. Man kann einfach mit der Jacke schön um 7:30 hier noch draußen sitzen. Guten Morgen, ist mal wieder ein neuer Tag angebrochen. Ein sehr, sehr schöner Tag wieder, das freut mich. Und da vorne haben wir auch schon unsere Tankstelle/Supermarkt. Allerdings wird er vermutlich erst um 11 Uhr öffnen, das ist ein kleines Problem, aber wir warten halt dann davor, wir haben ja eigentlich eh Zeit. Der Supermarkt hatte doch offen, das hat uns gefreut natürlich, wir haben jetzt sehr, sehr viele Bananen verzehrt und wir haben jetzt Mülleimer. Da werfe ich jetzt diese schöne Flasche weg, die ich jetzt seit ungefähr 20 Tagen mit mir rumtrage. Hier die unten Riss, das kann man da erkennen, da. Weil ich die eben mal zu fest zusammengedrückt habe und seitdem hängt die hinten an meinem Box herum, also ziemlich unnötig. Aber es gibt noch einen unnötigeren Gegenstand, den seht ihr gleich. Wir verabschieden uns jetzt von diesem Supermarkt. Der liegt wirklich mitten in der Pampa, also wenn man mal rumschaut, ist hier einfach nichts. Und da ist einfach dieser Supermarkt. Wir haben jetzt noch ein paar Dosen eingekauft und ein bisschen Äpfel und Snacks, genau, damit wir die nächsten Tage bis zum Ziel noch gut durchkommen. Jetzt geht's rauf. Wir sind bei 10 Metern ungefähr gestartet, etwa beim Supermarkt. Jetzt geht's auf ungefähr 300 Meter rauf. Und es war eine Fehlentscheidung, die Jacke gerade nach der Pause anzulassen. Der Weg, auf dem wir uns gerade befinden, dem folgen wir jetzt ungefähr 40 Kilometer, sogar ein bisschen mehr, bis zu unserem Ziel. Von da hinten kommen wir und da sieht man schon richtig gut das Meer. Das Problem ist nur, das haben wir jetzt zwar gestern schon gesehen, das Problem ist nur, wir müssen über so eine fette Landzunge noch bis zur anderen Seite. Also es dauert schon nochmal die 3 Tage. Das wird der Zeltplatz für heute. Da unten ist ein See, sieht man gerade nicht, hinter der Kuppe. Wir brauchen nämlich dringend Wasser, wir haben nämlich gar nichts mehr. Das wird wahrscheinlich nicht das allersauberste Wasser sein, das wir hier gerade nehmen. Aber wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit. Boah, ich stehe voll von Wasser. Ich hätte meine Kostüme nicht mehr reinlaufen können. Stimmt. Okay, das dauert lang. Neue Taktik. Ich habe euch ja vorhin von meiner Flasche erzählt, die ich 20 Tage unnötig mit mir rumgetragen habe. Das war aber nicht die unnötigste Sache, die ich dabei habe. Nämlich das ist dieses schöne Teil. Das ist ja eigentlich schon relativ sinnvoll, wenn man mit Sprit oder Benzin oder Diesel kocht. Aber wir kochen ja mit Gas. Deswegen braucht man diese Spritpumpe nämlich überhaupt nicht. Sehr unnötig. Der vorletzte Tag hat begonnen, das Wetter ist mal wieder sehr gut. Wir hatten die letzten Tage allgemein sehr viel Glück mit dem Wetter. Jetzt können wir in die letzte richtige Etappe reinstarten. Heute gibt es mal Babykarotten, um die Vitamine wieder aufzufüllen. 400 Gramm. Heute werden wir im Vergleich zu den letzten Tagen relativ viel laufen, so um die 25 Kilometer, damit wir morgen ein bisschen weniger laufen müssen und mehr Zeit haben zum Zurückkommen. Das Problem ist nämlich, wir kommen ja morgen ins Svalbard dann höchstwahrscheinlich an und wir müssen dann versuchen, bis nach Húsavík oder Akureyri zu trampen. Das Problem ist, da fahren wahrscheinlich nicht so viele Autos, es gibt keine Busse und auch keine Bahn. Das wird eine kleine Herausforderung. Wir sehen jetzt das erste Mal unser Ziel. Das ist da ganz vorne. Da ist das Meer. Ungefähr noch 16 Kilometer, würde ich sagen. Dann sind wir da. Da vorne positive Nachricht überbringen. Unsere alltäglichen Wegbegleiter und Gefährten, die guten alten Kriebelmücken, haben uns seit heute verlassen. Das ist richtig schön. Einerseits vermisse ich schon das Gefusel in meinem Gesicht und so, aber im Allgemeinen herrlich mal wieder einfach so zu laufen.
Wir haben den schönen Meerblick im Hintergrund, kann man gut erkennen. Herrlich, wenn man weiß, dass das Ziel nicht mehr weit ist. Nur noch so 10 Kilometer, dann sind wir da. Das machen wir morgen früh. Ich freue mich richtig, dass wir es jetzt fast geschafft haben. Andererseits, es steht halt auch noch eine heftige Challenge morgen an. Zurücktrampen, Busfahren und so weiter. Gestern habe ich euch ja gesagt, welche Gegenstände oder welcher Gegenstand super unnötig war auf dieser Tour. Heute sage ich euch mal, welcher richtig sinnvoll ist, nämlich dieses Solarpanel. Ich finde das richtig, richtig gut. Hat gute Dienste geleistet. Ich hätte sogar 2 Powerbanks dabei gehabt, aber ich habe keine einzige gebraucht. Ich konnte sowohl die Kamera, die Drohne und mein Handy ständig wieder aufladen und hatte immer genug Akku. Also bis jetzt, morgen wird es auch mit Abstand noch ausreichen. Tagsüber habe ich es an den Rucksack geschnallt, dann hier Kabel nach vorne in meine Hosentasche oder so und dann habe ich das Handy geladen. Also das Solarpanel hat wirklich sehr gute Dienste geleistet. Perfekt fürs Wandern geeignet. Wir sind gerade aufgestanden und hier hängt richtig die Suppe drin. Also wir sind mitten in der Wolke, alles ist klitschnass, Rucksack, Schlafsack. An der Seite steht das Wasser auch wieder in der Rille, also nicht so schön. Ein letztes Mal den Rucksack aufsetzen auf dieser Monster-Tour. Jetzt starten wir in die Nebelpampa rein. Oh ja, sehr cool. Aber nur noch ein letztes Mal aufraffen so richtig auf dieser Tour, dann haben wir es wirklich geschafft. Bei diesem roten Haus und bei diesem schönen Bächle gibt es unsere letzte Frühstückspause auf der ganzen Tour. Irgendwie richtig verrückt. Das Ziel kommt immer näher. Nur noch 2,2 Kilometer. Ein Kilometer noch. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, wir haben Island erfolgreich durchquert. 25 Tage, fast 600 Kilometer, Eiseskälte bei 0 Grad, Gletscherüberquerungen, Flussüberquerungen, Wind, Sturm, eisige Nächte. Wir haben 25, 26 Kilo am Rucksack gehabt. Wir hatten 14 Tage keinen Supermarkt. Wir hatten Plage an Kriebelmücken, wir hatten auch Hitze, aber wir haben es schlussendlich geschafft. Wir sind jetzt hier angekommen in Svalbard. Hinter uns sieht man das Meer. Ein aggressiver Farmer hat uns gerade nicht bis zum Meer vorgelassen, aber das ist uns jetzt wurscht. Das trübt unseren Erfolg keineswegs. Genau. Und ja, wir haben es geschafft und ich bin echt froh. Was man noch dazu sagen muss, wir hatten keine Verletzungen, da können wir echt froh sein, dass wir gut durchgekommen sind. Natürlich hatten wir Blasen, Achillessehnenschmerzen, Rückenschmerzen hin und wieder, aber keine größeren Verletzungen, die uns dazu gezwungen haben, die Tour abzubrechen. Christian, das hast du gut gesagt. Wir haben die Tour geschafft. Ja. Richtig stark, Platzieren. Island! Yes! Geschafft! Jetzt kommt aber die eigentliche Challenge, würde ich sagen, das Heimtrampen. Genau. Also wer dachte, dass das die Challenge war, falsch gedacht. Jetzt müssen wir auf dieser einsamen Straße, ihr seht, hier kommt kein einziges Auto. Da müssen wir jetzt heimfahren. Ja. Let's go.